Guten Tag. Ich fasse auf Deutsch zusammen, was der Herr, der gerade live gesprochen hat, über das Telefon gesagt hat. Der Herr ist in einer sehr misslichen Situation. Ihm geht es gerade sehr, sehr schlecht. Er ist in Katar. Er ist Sportler und Journalist. Und er hat ein Buch geschrieben über Golf und den Sport, Golfsport. Und er war auch in einem Komitee für die Gestaltung von demokratischen Wahlen in Katar, das ungefähr vor 2 Jahren stattgefunden hat. Da gab es eine Bewegung in dem Staat Katar, die Menschen wollten demokratische Wahlen durchführen. Und er war in diesem Komitee und hat sich eingesetzt für eine demokratische Wahl, nach wie es einfach in einer parlamentarischen Demokratie der Fall ist. Dann hat er weiter erzählt, er hat in seiner Eigenschaft als Journalist die katarische Regierung kritisiert dafür, dass sie die Gastarbeiter im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft nicht nur schlecht behandelt hat, sondern unmenschlich behandelt hat. Da sind ganz viele Gastarbeiter während der Fußball-Weltmeisterschaft und für die Vorbereitung in der Fußball-Weltmeisterschaft gestorben. Sie wurden in ganz unmenschlichen Situationen in kleinen Lagern zusammengepfercht und haben nichts anderes gemacht, als dort die Fußballstadien aufgebaut. Und der Herr hat weiterhin erzählt, dass er eine große Angst im Land Katar spürt unter der Bevölkerung. Die katarischen Menschen haben allesamt Angst, irgendetwas zu sagen, auch wenn sie innerlich und offensichtlich sehen, dass da Unrecht geschieht in diesem Land und dass die katarische Regierung sehr diktatorisch und unmenschlich vorgeht gegenüber allen Personen, die jetzt eine andere Meinung haben oder die sagen, wir wollen eine demokratische Wahl und die Macht gehört nicht nur in die Hand von einer Familie, und schon gar nicht von einer Person, die als Diktator über alles bestimmt und als Diktator alle Prozesse in diesem Land kontrolliert.